Ja, der deutsche Steuerzahler darf blechen, aber zumindest sorgt es bei Markus Lanz noch für etwas Erheiterung. Dort war nämlich ein Journalist vom Wall Street Journal zu Gast und der erklärt uns in lässiger Art, dass es ganz sicher ist, dass der ukrainische Präsident Zelensky den Befehl dafür gegeben hat, Nord Stream 2 zu zerstören. Und damit willkommen in meinem kleinen Strandhaus hier bei Demokratisch Denken. Ja, richtig gehört. In dieser Sendung sagt man uns ganz eindeutig, dass Zelensky den Befehl dafür gegeben hat, die Pipeline Nord Stream 2 zu zerstören, und das nimmt man in der Runde mal so mit allgemeiner Erheiterung hin, ohne dass man irgendwie mal darauf eingeht, was das eigentlich bedeutet. Aber fangen wir beim Anfang an. Es war der 26. September 2022. Auf dem Grund der Ostsee vor Bornholm detonierten 4 Sprengladungen und zerstörten dabei 3 Röhren von Nord Stream 1 und 2. Schnell wird klar, das hier war kein Unfall, das war ein Anschlag. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten dazu. Jetzt hat das Wall Street Journal neue brisante Details veröffentlicht. Demnach entstand die Idee zur Sprengung im Mai 2022, während eine Gruppe von Ukrainern ihre Erfolge bei der Verteidigung gegen die Russen feierte. Nachdem die Militärführung der Idee zugestimmt habe, sei sie schließlich auch von der ukrainischen Regierung abgesegnet worden, wenngleich der Präsident seine Zustimmung später wieder zurückgezogen haben soll. Ja, und die Idee dazu soll tatsächlich entstanden sein, als ein paar ukrainische Soldaten zusammen feierten. Und aus dieser Bierlaune heraus entstand dann der Gedanke. Und dann hat jemand einen Vorschlag gegeben, die von den Ukrainern verhasste russische Pipeline zu sprengen. In Ukraine aber und in manchen anderen Ländern, das ist eine russische Infrastruktur, nicht deutsche. Und die wird als ein legitimes Ziel betrachtet. Genau. Also nochmal zum Mitschreiben. Die Ukraine weiß, das ist die wichtigste Gasversorgung Deutschlands. Sie wissen auch, Deutschland ist in Europa der größte Unterstützer der Ukraine. Deutschland hatte auch zu diesem Zeitpunkt schon über 1 Million ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen. Und trotzdem überlegt man, die Pipeline eines Verbündeten zu sprengen, nur weil die für sie gefühlt russisch ist. Und dann kommt wirklich die Hammeraussage, und das sollten sich jetzt alle nochmal klar machen. Der Mann links, Zelensky, welche Rolle spielt der? Der müsste das genehmigen. Und er hat es auch genehmigt. Der wusste das? Der wusste das, der hat es genehmigt damals. Allerdings im Juni 2022 hat der niederländische Militärgeheimdienst davon Wind bekommen. Die haben das sofort den Amerikanern gemeldet, der CIA. Interessanterweise nicht den Deutschen, sondern den Amerikanern. Und die Amerikaner haben dann die Deutschen vorgewarnt. Moment mal, die Deutschen wurden vorgewarnt? Und dann haben sie sich auch bemeldet im Präsidialamt beim Zelensky und das Präsidialamt gebeten, diese Operation zu unterbinden. Dann hat eben Präsident Zelensky dem Zeluzhny gesagt, dass er damit aufhören soll. Und das ging nicht mehr? Ja, was man dann wohl nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte. Aber man wusste wohl, dass die Ukraine darin verwickelt ist. Und uns wollte man erzählen, Russland ist beteiligt. Nord Stream-Sprengung, die Spur führt nach Moskau. Und auch für CDU-Sicherheitsexperten steht eindeutig fest, Russland war an diesem Anschlag beteiligt. Ja, und jetzt ergibt nämlich auch die Antwort einen Sinn, die Frau Sarah Wagenknecht bekommen hatte, als sie nämlich eine Anfrage an die Regierung stellte, ob es Hinweise auf die Täter gibt und ob Deutschland im Vorfeld von den Anschlägen wusste. In der Antwort hieß es nämlich, die erbetenen Informationen berühren somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen muss. Und aus dieser Antwort ließ sich schon herauslesen, dass die Information scheinbar so brisant ist, dass man auf keinen Fall wollte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Denn irgendwie musste man die Leute ja noch bei Laune halten, sodass sie auch weiterhin bereitwillig die Ukraine unterstützen und das während einer gigantischen Inflation. Denn falls sich noch jemand erinnert, vor der Pipeline-Sprengung hat eine Flasche Milch zum Beispiel noch 65 Cent gekostet. Heute ist es etwa doppelt so viel. Wobei es da natürlich noch die durchaus glaubwürdige Theorie von Seymour Hersh gab, dass die Amerikaner darin verwickelt waren. Aber Olaf Scholz hat uns ja direkt nach der Sprengung klargemacht, dass es die Amerikaner auf keinen Fall gewesen sein können. Wir haben sehr viele Untersuchungen, über die auch öffentlich berichtet worden ist, gesehen. Und der Generalbundesanwalt ist sehr intensiv hinterher, die Sache aufzuklären. Und die Theorie, dass das die Amerikaner waren,
ist eine, für die es keinerlei Indizien gibt, um es sehr klar zu sagen. Also klar, beweisen kann man es nicht, aber Indizien soll es keine geben? Da spielt Scholz aber mal wieder die Gedächtnislücke. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Also Biden sagte eindeutig, wenn Truppen oder Panzer die ukrainische Grenze überqueren werden, dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden es beenden. Aber noch heftiger finde ich ja, wie Scholz direkt darauf reagiert hat. We will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us together. Und er sagt einfach nur, ja, wir handeln gemeinsam und sinngemäß. Alles, was wir machen, ist in beiderseitigem Einvernehmen. Und das direkt nachdem angekündigt wurde, die wichtigste Gasversorgung Deutschlands zu zerstören. Ich meine, welches andere Land würde sich so eine öffentliche Demütigung gefallen lassen? Und auch wenn jetzt die Geschichte ist, dass ein paar Ukrainer aus einer Bierlaune heraus entschieden haben, die Pipelines zu sprengen, könnte es natürlich durchaus sein, dass der Auftrag etwas anders zustande gekommen ist. Aber wie gesagt, beweisen lässt es sich erstmal nicht. Aber auch wenn man jetzt zumindest einen Beschuldigten hat, so konnte dieser natürlich entkommen. Der Hauptbeschuldigte, Wolodymyr S. war nämlich zu der Zeit, als ein EU-Haftbefehl ausging, in Polen. Die Polen haben ihn aber nicht direkt verhaftet und dann schien er irgendeinen Hinweis bekommen zu haben und ist in die Ukraine geflohen. Was aber die Anwesenden hier scheinbar ziemlich erheitert hat, auch übrigens die Bundesbauministerin von der SPD. Und zwar interessanterweise ist er mit einem mit einer dunklen Limousine deutscher Herstellung mit ukrainischen diplomatischen Kennzeichen dorthin gefahren worden. Also das Detail stimmt, ja? Ja, das, also das wird den Mercedes das Fahrzeug Mercedes, nee, kein Mercedes, das war kein Mercedes. Okay, also in einem BMW. Aber ein deutscher, ja, vielleicht. Aber vielleicht jedenfalls ein BMW. Wird mit Diplomaten Kennzeichen ja. Von das gehört Polen der ukrainischen Botschaft in Warschau. Zurück in die Ukraine gefahren. Genau, so ist das gewesen. Eine angenehme Fahrt, muss man sich vorstellen. Ja, das doch mal amüsant. Vor allem, dass der deutsche Steuerzahler 3,9 Milliarden Euro dafür geblecht hat, für eine Pipeline, die er dann nicht benutzen kann. Wobei ja eine Röhre noch intakt ist und man streng genommen somit nach wie vor günstiges Gas beziehen könnte. Aber nein, wir nehmen lieber teures Fracking-Gas aus den USA. Und wie sieht's aus mit einer eventuellen Verhaftung der Straftäter? Sie glauben nicht, dass irgendjemand von denen jemals zur Rechenschaft gezogen wird? Es steht fest, dass der Verfassung nach Ukraine ihre eigenen Staatsbürger nicht ausliefern kann und würde. Und ich glaube, Deutschland macht das auch nicht. Also insofern ist es unwahrscheinlich, dass irgendeiner dieser Beschuldigten nach Deutschland überliefert wird. Nein, natürlich nicht. Stattdessen sind wir weiterhin großzügiger Geldgeber und haben mittlerweile rund 35 Milliarden Euro der Ukraine zur Verfügung gestellt. Und das soll jetzt natürlich auch nicht den Angriff auf die Ukraine relativieren. Aber wenn sich die Vorwürfe bestätigen, dann möchte ich bitte mal eine Erklärung dafür haben, warum der deutsche Steuerzahler weiterhin Milliarden in dieses Land abgibt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bleibt wie immer sachlich dabei. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.